Herzlich willkommen zu Star Wars Jedi Survivor! Yeah! Wir sind immer noch auf Coruscant. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben, haben hier eine Machtessenz gefunden. Und ja, wir gehen wieder rein. Wir gehen wieder rein. Und haben diesen Durchgang hier entdeckt. Wir finden ihn. Halt dich bereit. Ich halte mich bereit. Aufpassen! Oh Gott. Halte RB und drücke B, um einen Gegner vorübergehend zu verwirren, damit er seine Verbündeten kämpft. RB ist das hier und B. Kämpfe an meiner Seite. Lasst euch von ihm nicht reinlegen. Sehr cool. Sie hätte vermutlich nicht gedacht, dass ich es so benutze. Ne. Mit Sicherheit nicht. Verwirren? Achso, ja. Gott. Überall Truppler. Das muss man sich erstmal alles merken. Ah, okay, ich habe verstanden. Aber ich will mal erstmal hier einen kleinen Durchblick bekommen. Okay. Sehr gut! Komm, schieß. Achso, der explodiert ja. Sehr gut. So, nur du da. Ah ne, du bist weg. Sind alle weg. Na gut. So, da kommt man wahrscheinlich als normaler Typ gar nicht rein. Das wäre jetzt so mein Ding. So, nochmal Revelio. Klappt leider nicht. Habe ich hier was übersehen? Nee. Nee. Nee, nee. Sieht gut aus. So, hack mal. Ich habe genug von diesem Ort. Was hast du gefunden? Two Bulldogs. Oh, ich habe letzten Part direkt was vergessen. Wollte bei den Speicherpunkten das dann da lesen. Die Datensätze, die wir neu bekommen haben. Hat nicht so gut geklappt. Ah, hier haben wir aber nochmal eine Chance. Okay. Ich dachte gerade, die kommt zu mir. Kommen sie aber nicht. Gut, dann lesen wir es mal kurz. So, Coruscant. Ah, das sind die neuen. Nö. Oder? Doch? Gott, Leute. Warte, BD hatten wir noch nicht. Die jahrelange Zusammenarbeit hat das Band zwischen BD-1 und Cole gestört. Ausgestattet mit diversen Erkundungswerkzeugen und einer unterschütterlichen Loyalität gegenüber Cole ist BD der engste Freund des Jedi. Ich habe erst Feind gelesen. Den hatten wir. Bravo. Bravo ist der Pilot von Cole's Crew. Ein erfahrener Soldat, der an der Seite von Soust Guerrera gekämpft hat.
Cole und Bravo haben im Kampf gegen das Imperium gemeinsam viele erfolgreiche Missionen durchgeführt. Cole Kestis, den hatten wir. Gabs. Die Hackerin Gabs wurde von Syndikat ausgebildet und hat nichts dagegen, im Kampf gegen das Imperium auch ordentlich zu verdienen. Sie ist selbstbewusst und mutig und nutzt jede Gelegenheit, um ihre Überlegenheit gegenüber imperialen Hackern unter Beweis zu stellen. Knopf und Leeds. Die Zwillinge Coop und Leeds von Clatooine würden alles für ihren Freund Cole tun. Ihre Loyalität wird nur durch ihren unersättlichen Hunger übertroffen, der sie häufig in Schwierigkeiten bringt. Turbodogs? Turbodogs sind eine lokale Köstlichkeit. Es wurde mehrfach versucht, die Fleischquelle des beliebten Produkts zu ermitteln, aber bislang hat seine Anziehungskraft darunter nicht gelitten. Okay. Dao Jian, der Senator von Utapu, war berüchtigt dafür, politische Rivalen mit allen Mitteln seinem Willen zu unterwerfen. Gestohlene Schätztrophäen und Andecken von verschiedenen Planeten unter den Kontrollen des Imperiums. Die Sammlung eines Kenners galaktischer Kuriositäten zweifellos gewaltsam von ihrem Ursprungsplaneten entfernt. Das hatten wir. Ebene 2046 ist eine mittlere Ebene der Ecumenopolis Coruscant. Der nahezu unzuträglichen Ort ist bekannt für seine brodelnde Gemeinschaft von Händlern und Industriellen, die sich mit dem Verzweifelten und Verarmten mischen. Und während das Imperium alle Aspekte des galaktischen Lebens immer fester in den Griff bekommt, spürt auch Ebene 2046 zunehmend militärische Unterdrückung und korrupte Bürokratie. Einige Senatoren betrachten das Gebiet als perfekten Ort, um inoffizielle Geschäfte zu machen, und haben damit begonnen, das Labyrinth der Straßen und die zahllosen Landeplätze als Werkzeuge auf ihrer endlosen Suche nach immer mehr Einfluss zu behandeln. Die Klonkriege. Die Klonkriege begannen mit der ersten Schlacht von Geonosis und entwickelten sich zu einem galaxisweiten Konflikt. Die Kriegsparteien waren die Galaktische Republik und die Konföderation unabhängiger Systeme, und der Krieg beherrschte die Galaxis fast 3 Jahre lang. Am Ende wurden die Anführer der Konföderation in die Enge getrieben und besiegt, während gleichzeitig der gesamte Orden der Jedi, die als Generäle für die Republik kämpften hätten, des Verrats bezichtigt und im größten Stil hingerichtet wurde. Anschließend wurde die Republik zum galaktischen Imperium umstrukturiert, an dessen Spitze der neu aufstiegende Imperator Palpatine stand. Das galaktische Imperium. Das galaktische Imperium ging nach der Auslöschung der Jedi aus der Umorganisation der galaktischen Republik hervor und wird von Imperator Palpatine regiert. Die Herrschaft des Imperiums wird immer autokratischer und brutaler und fußt nicht mehr auf Diplomatie, sondern auf Kolonnen von Sturmtrupplern. Der galaktische Senat. Der galaktische Senat, auch bekannt als der imperiale Senat, ist das Vertretungsorgan des Imperiums und eins der Republik. Seit dem Übergang zum Imperium wurde die Macht des Senats zunehmend beschnitten, und heute versuchen viele Senatoren durch Korruption ihre verlorene politische Macht wiederherzustellen. Okay, cool. Dann meditieren wir hier mal. So, ich weiß jetzt, die Punkte gebe ich nicht aus. Achso. Da scheint die Sonne ein bisschen krass, ne? So ist es ein bisschen besser. So. B. Bleiben wir in Bewegung. Ja, bleiben wir in Bewegung. Okay. Ob die Tür aufgeht? Nein, leider nicht. Oh mein Gott. Ich muss ja auch wieder ein Foto machen, Leute. Sieht so schön aus hier. Kannst du nicht so unscharf sein, Köl? Karl? Ah, das ist die Blendsaal. Okay. Das sieht gut aus.
Machen wir mal so. Okay, danke, danke. Ja. Haben wir gemacht. Okay, hier wird jetzt gleich ein Kampf stattfinden. Jetzt sehen wir, glaube ich, das Decken. Oh, hi. Wow. Sie wollen mich, sie kriegen mich. Soll ich dich mitnehmen? Ja, gerne. Zu früh gefreut. Ich nehme die Inquisitorin. Halt du mir den Rücken frei. Jawohl. Gerne doch. Wir müssen sie ausschalten. Hast du die Dinger? Hallo. Hallo? Hör auf mal hier zu schießen! Dein Lichtschwert, Cole! Du brauchst dein Lichtschwert! Oh mein Gott. Der lebt dort safe noch, oder? Ich würde sagen, der lebt noch, ja. Wusste ich's. Sehr cool. Kastes! Business! Oh oh. Oh, sind deine Freunde alle? Nein! Aua, okay, okay. Starke Angriffe gehen nicht. Aua, das sind alle starke Angriffe. Geh weg. Mach dich bereit, Captain. Ich werde dich ein für alle Mal erledigen. Nee, lass mich. Aua. Und wir hatten nicht so was. Mach ihn weg. Beeindruckend. Aber du trägst schwere Wunden in dir, Kestes. Ich spüre das. Du empfindest Schuld für die Narren, die du in den Tod geführt hast. Das macht dich so. Ja? So berechenbar. Okay. Hinter mir sehen wir was, oder? Nee. Ich werde dich Stück für Stück. Hat der Kopfschmerzen oder was? Das reicht! Nicht mit mir! Das sehen wir nicht! Was hast du so? Genieße deine letzten Atemzüge! Genug. Ja, irgendwie. Ist das nicht anstrengend? Gegrillter Jedi. What the fuck? Eine Kassette von Korum. Das ist für dich. Oh, Doppeltlinge! Doppeltlinge! Ja! Zwei Schwerterkampfstil. Oh mein Gott, I love it. Cole kann jetzt im Kampf den zwei Schwerterkampfstil einsetzen. Der zwei Schwerterkampfstil ermöglicht schnelle Angriffe und eine verbesserte Machtparade. Bietet aber weniger Ausdauer. Oh Gott.
Du bist dran, Kessel! Bin getroffen! Bist du nervös? Von diesem Tag habe ich immer geträumt, weißt du? Unglaublich! Ja, komm! Okay! Das ging nicht mal durch die Haut! Pass! Dein Tod wird mich zur Legende machen! Halte, wenn der zwei Schwert, das hier ausgewählt ist, um die meisten Angriffe einschließlich Projekte. Ah! Okay. Ah, Y. Was? Asana! What the fuck, was habe ich gemacht? Der lebt immer noch. Du warst ein Jedi-Ritter, bevor du den Orden verraten hast. Oh mein Gott. Dein Name lautete Masana Tide. War das was? Weiß ich nicht mehr. Schon so lange her. Es ist Zeit, dich zu befreien. Ich habe ihn gekoppelt. Ja. Mir geht's gut. Okay. What the fuck? Aber wir haben die Doppelklinge. Ich freue mich sehr, dass wir die haben. Oh mein Gott. Was möchtest du, Spiel? Ich schaffe es bis zum Hangar, da unten. Ja, das schaffe ich schon irgendwie. Ach ne, falsche Taste. Die neunte Schwester. Während sie ihre Gedankenlesen einsetzen, ist die neunte Schwester unangreifbar. Periere ihre Angriffe, um ihr konzentrieren. Ja. Die mächtige und eindrucksvolle neunte Schwester ist in den Jahren seit ihrer ersten Begegnung mit Cole Kestis noch wütender und rachsüchtiger geworden. Als mechanische verstärkte Dovutin kann bereits ihre Körperkraft allein Gegner überwältigen, doch sie besitzt zudem die angeborene Fähigkeit, die Gedanken anderer zu lesen. In Verbindung mit ihrer Beherrschung der Macht und ihrer ungezügelten, wutgetriebenen Stärke ist sie daher eine der tödlichsten Kriegerinnen der Inquisitoren. Wow. Ah, hier können wir die letzten sehen. Okay. Masana Tide, bekannt als die neunte Schwester der Inquisition, sehnte sich nach Rache, nachdem sie Jahre zuvor Cole besiegt worden war. Okay. Cool. Okay, wir können nur da hinten hin. Hallo! Ich will anderen Schwertstil. Warte, anpassen. Ah nee, das ist nur Kleidung. Nee. Hier. Hab mich verklickt. Ah. Ausgerüstet? Nee, ich will das hier. Oh, ich kann das nur ausrüsten, wenn ich gleich bei so einem Dingsi-Bumsi bin. Na gut.
Kann ich da so rein? Nein, kann ich nicht. Und wir sind fast tot. Das finde ich blöd. Ah, ich kann hier hacken. Okay. Ah, hier war ein Durchgang. Den habe ich gar nicht gesehen. I don't see it. Oh, hier ist ein Speicherpunkt. Sehr schön. Halten wir einen Moment an. Ausruhen auf jeden Fall. Kampfstil. Wir wechseln jetzt nämlich Kampfstil. Eins hier ist nichts für mich. Ich nehme das hier. So. Jetzt können wir, glaube ich, auch. Haben wir jetzt hier... Ja, wir haben die zwei Schwerter. Ich bin gespannt, was da rechts noch kommt. Aber ich werde auf jeden Fall... Halte LB und drücke dann X, um anzugreifen und nach hinten zu springen. Oh, um Distanz zu schaffen. Das ist sehr gut. Zack. Und zurückspringen. Sehr cool. Wir haben noch vier. Abgewickelte Schläge. Verzögere die Eingabe von X, um mehrere schnelle gezielte Schläge auszuführen. Cool. Führe einen Wirbelschlag aus, wenn du Y loslässt. Oh, das hört sich auch gut an. Können wir erstmal sehen, bevor ich es kaufe. Okay. Das will ich... Ach, so, wir haben keinen mehr. Oh, das ist gut. Oh, ich liebe ja zwei Schwerter, ne? Müssen wir auf jeden Fall hier dann noch was machen, dass wir mehr Macht haben. Für unseren Stil. Ja. Müssen wir die Balance noch finden. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja. So mache ich. Ich dachte, wie geht das nochmal? RB und X. Ah ja. Okay, cool. Aha. Hast du das gesehen? Ich kann den schmeißen so. Ich teste gerade ein bisschen aus. Sehr cool. Ha. Oh ja. Ja, gefällt mir. Sehr. Okay, wir können weiter. Und wir sind auch ein bisschen... Ne, wir sind nicht schneller. Hallo. Kommt du wieder. Ich habe einen Aufzug. Ach, so cool, Leute. Gut, bravo. Könnt ihr mich hören? Oh. Okay. Gehen wir zurück zur Mantis. Falls es die anderen rausgeschafft haben, stoßen sie am Hangar zu uns. Falls nicht. Oh, guck mal, wir werden gesucht. Aber ein Bein. Ja. Ja. Ich wollte noch mal herausfinden, wie das geht. Du kannst nicht ewig ausweichen. Also so, und dann? Nee. Offensichtlich das Oberkommando. Ich hab ihn gerade eben gezogen. Hä, wie geht das denn nochmal? Ich hab's vergessen. Nein. Doch. Ich wollte das ja ausprobieren, aber hat nicht geklappt. Schade. Hab ich hier was übersehen? Ja, da oben habe ich was übersehen. Offener Weg. Da kann ich nicht nochmal hin. Okay. Schade. So. Danke. Whee. So, bloß richtige Taste drücken. Geschafft. Sehr schön. Das hat weh. Ich habe zwei Schussfeld. Keine Ablenkung mehr. Du hast große Schmerzen allein. Feiger Schwächling. Knie nieder.
Alles cool? Oh mein Gott! Was war das? Oh mein Gott, ein Finisher! Oh mein Gott. Das war so cool. Ich kann nicht mehr. Luftverkehrskontrollschleuse, okay. Dann gehen wir mal hoch. Ne? Oh Gott. Das sei erinnert mich. Wie oft ich hier so einen Sprung verkackt habe. Im ersten Teil! Oh, und auch jetzt. Alles klar. Ich bin einfach Profi, Leute. Ich weiß, ich weiß. Jetzt mal ganz in Ruhe. Yeah! Was ist das denn hier? Ah, ich hätte nach rechts springen müssen. Ich hasse sie. Oh Gott, haben wir geschafft. Sehr gut. Der Hangar ist nicht weit. Ja, ich weiß. Wir haben nämlich ein Echo. Sieh dir das an. Doch nicht. Irgendwelche Klumpen. Da gehen wir gleich rein. Das sieht hier special aus. Aber da ist nichts. Okay. Hallo? Ist jemand da? Oh ja, da. Bei der Lift. Ich bin's. Dank dieses verrückten Gundark-Sohns. Du bist verletzt. Ich schaff's schon. Was ist mit der Inquisitorin? Tot. Aber Gabs und die Zwillinge. Ich hätte... Sie wussten, worauf sie sich einlassen. Wir müssen nach oben und die Infos an Saw Gerrera senden. So ehren wir die Gefallenen. Du hast recht. Ja, BD, ruf die Schiffe. Gut, die bereiten sich alle auf uns vor, oder? Verdammt! Nicht der Service, den ich erhofft hatte. Bravo, gibst du Rückendeckung? Bin dabei. Okay, ich zieh das Feuer auf mich. Du schießt, wenn sie weg sind. Zahlen wir es ihnen zurück. Wir sehen uns, Schrottsammler. Okay. Bö-bö. Hat er mich eigentlich Schrottsammler genannt? Okay, ja, ja. Haut vielleicht auch hin. So, ich will das jetzt mal ausprobieren. Ne, ne. Passiert nichts. Okay. Hätte ja sein können. Aber Achtung. Erstellung. Ich gebe euch Deckung. Ziehen wir es durch. Okay. Mal meditieren. Hangar 2046C entdeckt. Ausruhen. Kann losgehen. Genau zwischen. Hallo! Danke, Bravo. Aua. Beeindrucken wir sie! Alter, weg mit dir! Wir haben einen Sturmtruppler verloren! Bravo, das war super! Eindringling! Er war zu schnell für mich! Es geht los! Da kommt einer am Boden! Gib nicht auf! Warte, sollen wir überhaupt schon da hinten hin? Warte mal gucken, ob ich die Tür hier öffnen kann. Nein! Los,
Okay, ich muss mir ausweichen lernen. Alles klar, tanzen wir. Gib mir mehr! Er muss mental. Nein, noch nicht. Aber hat nicht so geklappt. Schlag zurück. Das hat nicht geklappt. Hör auf auszuweichen und kämpfe. Zeig mir, was du kannst. Okay, ich hab glaube ich kein Dings mehr. Oh, der ist weg. Ich will noch mehr Action. Wer ist der Nächste? Hab ich keinen. Doch, jetzt hab ich einen. Warte, wo sehe ich meine Machtanzeige überhaupt? Das ist die größte Frage für mich gerade. Ich kämpfe hier und ich weiß nicht, wo meine Machtanzeige ist. Hab ich was übersehen? Das ist ein Meditationspunkt. Okay. Dann habe ich nichts übersehen. Sehr schön. Z95er. Hübsch. Der gehört ganz dir, Boat. Dachte mir schon, es könnte heiß werden. Ich sehe euch beide in der Luft. Okay. Bereit? Oh, es war ein tolles erstes Date, aber ich wurde noch immer nicht bezahlt. Heilsender? Der andere ist auf der Mantis. Wenn es wieder ruhig ist, komm zu mir und verrechnen ab. Ja klar, ich kann dir vertrauen. Du kennst die Infos. Viel Arbeit vor uns. Hab mich wohl bewiesen, was, BD? Boat? Danke. Möge die Macht mit dir sein. Oh, doch nicht. Schön, das ist quasi das Danke, würde ich fast sagen. Bist ein großartiger Kämpfer, Kerl. Mal sehen, wie gut du fliegst. Ich fliege super. Ne, BD? Wie sieht's aus, BD? Sehr gut. Oh. Oh, doch. Was es auch ist. Es muss warten, bis wir in Sicherheit sind. Mach deinen Überding? Verkehr. Das Portal wird wohl gewartet. Wenn wir oben sind, springt auf Lichtgeschwindigkeit. Wir müssen es riskieren. Wir sind schon viel zu lange hier. Das stimmt. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt fliegen muss, weil ich bin richtig schlecht. Was, das sieht eh aus. Auf mein Zeichen bremsen. Dann sind wir hinter Ihnen. Verstanden, Bravo. Bing, bing, bing. Sehr gut. Gute Arbeit, Leute. Ich hoffe, das war der letzte. Ich hasse lange Abschiede. Oh. Hopp. Mehr Feinde. Ich schere aus, um sie wegzulocken. Danke, Bart. Viel Glück. Dir auch, Kerl. Wir sehen uns. Oh, der steht, ich hör sie nicht los. Festhalten. Sehr gut. Oh mein Gott. So kann man es auch machen. Das habe ich von dir gelernt. Das ist unser Ausgang. Wir sind fast da. Von der Oberfläche kommen noch mehr. Und auch von hinten. Wir sitzen in der Falle. Bei dem passiert das safe irgendwas, oder? Wir sind ausgefallen. Wir sind fast da. Bravo! Das war doch so klar einfach. Ganz ehrlich. Das war doch so klar, okay. Wir haben ein paar Treffer eingesteckt. Machst du eine Diagnose? Ich verschicke so lange die Infos.
sind die anderen überhaupt? Sind jetzt auf der Welt. Sind die Infos von uns? Sind die alle abgehauen? Geschafft. Wie ist das? Grease ist da! Nimm eine Schokoladenseite, ja? Das sieht eher aus wie ein Video vom Frühjahr. Füße vor meinem Tisch, Kleiner. Hm. Gut, wie wir erhofft haben. Dieses Buch ist eine Kopie aus dem Jedi-Archiv. Sehr gut, Sophia. Ich wünschte nur, das Imperium hätte den Rest nicht bekommen. Hab Geduld. Dieser Krieg wird nicht schnell gewonnen sein. Und nicht allein durch uns. Oh. Die Nachtschwester. Ich weiß nicht mehr, wie die Galaxis ist riesig, Droide. Und ich sah längst nicht alles von dem, was sie zu bieten hat. Doch eines Tages gehe ich nach Datumir zurück und flüstere meinen schlafenden Schwestern, was ich lernte. Du bist nicht eingeladen. Wow. Schöne Erinnerung. Weißt du, ich hole nicht oft ein altes Familienrezept wie das hier raus. Also was sagst du? Mary! Es ist gut. Könnte Salz vertragen. Zu viel Salz ist ungesund. Ja. Das muss ich auch jede Woche hören. Das ist köstlich, Grease. Dafür würde ich sogar Kredit bezahlen. Ach ja? Hey, vielleicht sollte ich dir eine Rechnung stellen, Kerl. Ja, findet ihr nicht auch, dass es hier irgendwie verbrannt riecht? Wir sollten aufräumen, bevor wir Grease besuchen. Du weißt ja, wie er auf Unordnung reagiert. Oh, Leute. Wir gehen jetzt erstmal zum Lichtschwert Dingsy Bumsy Maker. Boah, die Mate ist die ruckelt aber ein bisschen. Vielleicht muss sie erst laden. Hä, als ob ich hier nicht mein Lichtschwert ändern kann. Oh mein Gott. Ich war mir so sicher. Gut, Leute. Ich werde jetzt hier noch die Datenbank eben hier abstauben. What the fuck? Zuletzt, warte. Hier waren wir. Ja. Okay. Gronk-Droide. Der Energiedroide. Achso, wir machen jetzt nichts mehr. Ich werde nur noch das hier kurz vorlesen und dann speichere ich auch und dann war es das für heute. Ja. Der Energiedroide der GNK-Serie ist bekannt als hervorragender tragbarer Batterieeinheit und hat den Spitznamen Gong-Droide erhalten. Zum einen wegen seiner Serienbezeichnung, zum anderen wegen seiner unverwechselbaren Baritonsstimme. Viel aber blöd gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte jetzt gern erstmal alle hier gehabt, allein. Allein nachdem Cold Coruscant hinter sich gelassen hat und Bord der Mantis in Sicherheit war, übermittelte er die Information an Saw Gerrera und führte eine schiffsweite Diagnose durch. Dabei dachte er über den Verlust seiner Freunde nach. BD spielte Aufnahmen der Mantis-Crew in glücklichen Zeiten ab, um ihn zu trösten. Anschließend meldete der Diagnosebericht ein defektes Gyro-Modul. Cole weiß, dass nur Gis-Dridus die Mantis reparieren kann, und setzt kurz auf die neue Heimat des Latero, Kobo. Kobo? Hallo? Okay. Halt's. Nochmal allein. Nachdem er nur knapp von Coruscant entkommen ist, fragt sich Cole, ob die vergangenen Jahre des Kampfes gegen das Imperium die Opfer wert waren. Die frühere Crew der Mantis ist in der gesamten Galaxis zerstreut und Cole ist nun auf sich alleine gestellt.
Wie kam es dazu, frage ich mich. Ich bin gespannt, ob wir das irgendwann herausfinden werden. So, nee. Saw Gerrera, der berüchtigte onderonische Aufständische, führt zusammen mit Cole Kestis Operation gegen das Imperium durch. Er beauftragte Cole und seine Crew militärische Informationen von der Yacht von Senator Daho Seyajin zu beschaffen, der jetzt tot ist, so wie wir wissen. Jarrod Tapal. Jedi-Meister Jarrod Tapal war ein General während der Klonkriege, der seinen Padawan Cole Kestis mit einer strengen und disziplinierten Doktrin ausbildete. Tapal wurde im Lauf von Order 66 tödlich verwundet, übergab Cole aber noch während der Flucht sein eigenes Lichtschwert. Jarrod Tapals Weisheit lebt in Cole weiter und hilft ihm, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Die Flucht. Die rachsüchtige neunte Schwester lauerte der Crew auf. Sie richtete Senator Sejan hin und bei dem anschließenden Feuergefecht wurden auch Gabs und die Zwillinge getötet und Boat und Bravo-Zeit. Das hatten wir, glaube ich, schon. Danke. Beziehungsweise könnten wir eigentlich nicht gehabt haben, aber irgendwie. Naja. Die Stinger Mantis. Die Stinger Mantis ist ein Luxusjacht des Typs S-161 Stinger XL, die von Latero Spacewalks hergestellt wurde. Ihr erster Captain war Grease Tritos, der das Schiff kaufte, indem er ein absurd hohes Darlehen aufnahm. Als Luxusschiff verfügt die Mantis über komfortable Innenräume und eine robuste Hülle. In den Jahren seit der tollkühlen Flucht von der Inquisitorenfestung hat Cole Kestis das Schiff befehligt. Er versucht weiterhin, dem galaktischen Imperium die Stirn zu bieten. Sehr cool. So, ich guck mal, ob wir hier vielleicht doch was machen können. Aber ich wüsste nicht wie. Also, hier haben wir ja wirklich nur gar nichts. Oder ich bin einfach zu bescheuert, das richtig auszuwählen. Ah, hier haben wir was. RT. Aha. Wir machen nicht. Boah, das sieht ja aber. Ich finde, er könnte. Wieso sieht er denn so, weiß ich nicht, aus? Ich nehme dich, glaube ich. Hose? Eine dunkle, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Oder so eine weiße Jacke. Oh mein Gott. Nee. Viel zu auffällig, ey. Okay, wir bleiben, glaube ich, hierbei. Wieso ist die Hose jetzt weg? Ich weiß es nicht. Und das Hemd habe ich schwarz gemacht. Hallo. Kannst du mal bitte so... Ah, ich muss A dabei drücken. Oh mein Gott. So, so kannst du bleiben. Gut. Gut, Leute. Das war's. Früher war hier ein Speicherpunkt. Aber irgendwie ist hier jetzt gerade keiner mehr. Das ist jetzt blöd. Wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Sehe ich das irgendwo? Oh mein Gott. Leute, egal. Ich beende jetzt schon mal. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.